Ey, was los? Moin! Da seid ihr ja. Was soll ich sagen? Es ist gar nicht so einfach alles. Wisst ihr das? Soll ich euch mal was sagen? Ich hab gesündigt. Wisst ihr warum? Ich bin betrunken. Ja. Sebis Funny Channel ist langsam betrunken. Achso. Herzlich willkommen in dem besten Kanal auf YouTube in Ostfriesland. Hier ist euer Sebi. Ich bin für euch da. Boah, fett mit dem Grill. Ach, weiß nicht, ob ich das hochzeigen kann. Aua. Aua. Hier sind die mega geil. Au, 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 au. Grilltüten. Da sind noch diese zwei leckeren Hähnchenfiletsteaks da drauf. Ja, die werde ich gleich essen. Ach so, kennt ihr das? Das wollte ich euch mal zeigen. Also ich glaube, die Hälfte von euch, die mir zuschauen, kennt das mit Sicherheit nicht. Ich sehe auch ziemlich scheiße aus. Kennt ihr Krähen? Also wenn mir einer von euch hier unten in den Kommentaren sagen kann, was Krähen ist, ja? Und wenn ich bei 200 Daumen nach oben, also schreibt alle da unten in den Kommentaren, was Krähen ist, und bei 200 Daumen gewinnt ihr einen 30 € Amazon-Gutschein. Was ist Krähen? Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe das in Österreich gegessen immer. Wenn ich von der Feiermeile kam, nahm man dieses Krähen, habe ich jetzt hier liegen. So, ich zeige euch das mal. So, ja, normalerweise gab es dazu noch immer süßen Senf. Habe ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe gar keinen Senf mehr hier. Und dann hat man da. Genüsslich gegessen. Boah, richtig geil. Boah, dann nehme ich gleich noch ein Stück. Ah, heute ist ja Samstag, da darf man ja. Also, habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich habe den Samstag zum offiziellen Darftag gemacht. Voll gut, oder? Geil, geil. Ja. Ich bin übrigens auf 137 Kilo. Also, nicht, dass ihr denkt, ich nehme nicht ab, aber das mache ich. Ah, scheiße, wisst ihr noch was? Ich habe auch Alkohol getrunken. Es tut mir leid. Ich belüge und betrüge euch. Aber ich konnte nicht widerstehen. Mein eigener Met, Leute. Hier. Geil. Richtig lecker. Ja, schmeckt richtig gut. Ehrlich. Viel geiler als Bier. Viel geiler als irgendwas anderes. Ich trinke lieber diesen Met. Mit Gret. So. Oh, wenn ihr das sehen könnt, wie der kleine süße Hund hier guckt, ne? Jo, willst du auch was haben, ne? Hör auf zu betteln, gibt nichts. Ah, das für Papa heute ist Darftag. Wow, du musst doch bleiben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Marin! Ich mach mal eben das Licht für euch an. Ja, ist doch viel geiler, oder? Ich bin ja fast Profi-YouTuber. Alter, seht ihr den Fleck? Ich weiß nicht, wo der herkommt. Jetzt sieht man den erstmal. Ich habe nicht gekleckert. Ich habe nicht gekleckert, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wo der Fleck herkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute schon erzählt habe. Aber dieses Video, was ich heute mache, ist komplett ungeschnitten, unbearbeitet, nur für euch. Und wisst ihr, was ich noch mache? Guck mal, was ich da stehen habe. Ich mache heute euch ein Lied. Ja? Ich bringe heute ein Lied. Ein Lied. Ja? Ich singe heute ein Lied über euch. Ich weiß zwar nicht über was, aber ich habe angefangen, Gitarre zu lernen. Vor ein paar Wochen und
naja, vielleicht kriege ich so ein bisschen was hin. Ich probiere das mal aus. Und ich dachte, dann nehme ich euch mit. Und vielleicht machen wir zusammen einen YouTube-Lied. Schreibt mal unten in den Kommentaren. Oh, ich habe einen Rucksack hier. Schreibt mal unten in den Kommentaren rein, was ihr für Bock habt. Ach, Junge, was ist los mit deinem Kopf? Schreibt mal in den Kommentaren unten rein, wozu ihr Lust habt, was ich gerne singen soll oder was ich gerne singen soll. Ich werde immer bekloppter. Was ich singen soll, also ein Scheiß. Ey, soll ich mal so ein kautes Lied machen? Ich habe gar keine Ahnung, ob die gestimmt ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja gar nicht mit aus. Der Grill ist warm, der Hund ist aus. Oh, hey. Hört ihr das? Das hört sich ja gut an, oder? Ja, mega. Mega gut. Könnt ihr das? Habe ich lange für gebraucht. Habe ich lange für gebraucht. Also, so. Ihr müsst mir mal so ein paar Tipps geben. Was können wir für ein YouTube-Link sehen? Also Gurkensohn hat das Gurkenlied gemacht und ich mache das Hummellied. Habe ich euch versprochen, ich werde euch das Hummellied machen. Aber ich möchte mit euch zusammen das Text überlegen. Na klar, ich möchte mit euch zusammen den Text überlegen. Gebt mir noch mal ein paar Informationen, was ich so in den Text reinschreiben kann. YouTube hier, Hummelsonde, ich weiß es nicht. Schreibt doch mal was Geiles rein da. Ich kann es euch echt nicht sagen. Vielleicht gibt es was Lustiges da. Hey, ich bin Sebi, der kleine YouTuber. Und ich komme aus Emden hier. Ich mache bald die Hummel. Und Gorgensohn guckt wie ein Stummel. Keine Ahnung, ob das fetzt, aber... Hier, schreibt doch mal unten rein. Und gib mir ein paar Ratschläge, was man da so machen kann. Jetzt sitze ich hier am Grill, der Grill heißt Kebro und die Wurst ist gar. Das Licht scheint mir in die Augen und das ist doch echt wunderbar. Ja, reimt sich ja fast, wa? Ist ja geil. Ich kann auch nur diese drei Griffe, was anderes habe ich gar nicht gelernt. Geflügel, Sparwurst aus Bratwurst, von Gut Hut aus Real Supermarkt. Die sind jetzt in meinem Magen, taten mir gut und ich esse jeden Tag Quark. Ich möchte mal großer YouTuber werden. Millionen Klicks und das wäre doch ganz nett. Hat sich überhaupt nicht gereimt, aber ne, verbessert mich doch mal. Ich weiß, ich singe total scheiße, aber es ist live. Voll ungeschnitten. Nur für euch heute. Black verarscht die Leute und zieht alle in den Dreck. Aber manchmal ist er auch lieb, ganz sanft und zu den YouTubern auch nett. Das denke ich mir übrigens gerade alles aus. Also, alles was ich hier singe, ist nur für euch und mit euch zum Affen. Ich möchte gerne meinen Bauch loswerden. Ich möchte aussehen wie, weiß ich auch nicht, Arnold? Oder George Clooney. George Clooney wäre doch gut, aber der hat graue Haare. So will ich auch nicht aussehen, ne? Soll ich aussehen wie George Clooney? Nee, das passt gar nicht zu mir. Ich bin gar nicht so ein George Clooney-Typ, ne? Boah, hört sich schon gut an, oder? So für 2 Wochen? 2 Wochen Gitarrentraining. Ja, warum mache ich das? Ich weiß auch nicht.
vielleicht will ich einfach nur noch abends hier sitzen mit euch und YouTube-Videos drehen. Ist doch mal geil. Wenn ihr gerade sehen könnt, wie der Hund mich anguckt, ne? Hast du was zu essen für mich, Papa? Komm, gib mir mal schnell was. Ich muss mal... Ich kann es nicht spielen. Ich mache hier gerade YouTube-Video. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Komm mal. Komm mal. Guck mal da, ich mache gerade ein YouTube-Video, ich kann nicht spielen. Seht ihr das? Der ist ballsüchtig, da kann ich gar nicht anders. Was soll ich denn machen? Komm her, einmal werfe ich jetzt das Knöchelchen. So, nun, es muss aber auch Schluss sein. Ne? Jetzt muss Papa weiterspielen, ja. So, da bin ich wieder. So, jetzt gib mir noch mal ein paar Ratschläge hier. Voll verspielt. Überlegen, irgendein Lied zu machen, was interessant wirkt. Aber was wirkt schon interessant? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss mal eben gerade meinen Hals ein bisschen ölen mit Met. Mmh. Wir trinken den Met, bis keiner mehr steht. Der Häuptling heißt Rote Locke. Okay. Ihr merkt selbst, mehr als drei Griffe kann ich gar nicht. Aber diese drei Griffe sind immer cool. Da kann man eine Menge variieren. Und eine Menge mitmachen. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber das interessiert mich in Scheiß. Musiker konnten nie singen, die konnten nur Gitarre spielen. Aber ich kann auch keine Gitarre spielen, davon abgesehen. Ich kann nur Scheiße labern, den ganzen Tag. Von morgens bis abends. Aber das macht Spaß. Das mache ich nur für euch. Ja. Ich hoffe, ihr kriegt ein paar Daumen für das Video. Weiß noch nicht. Gurken-Army-Song. Habt ihr davon schon mal gehört? Der Gurken-Army-Song? Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Der Gurken-Army-Song. Von Gurkensohn auf YouTube. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ohne Scheiß. Gurken-Song von Gurken-Army auf Gurkensohn-YouTube-Kanal. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Also es ist ja lustig. Also ich musste mich fremdschämen für ihn. Also gar keine Frage, ne? Ich schäme mich gerade selbst fremd für mich. Davon mal abgesehen, ne? Aber darum brauche ich den Alkohol. Damit ich es aushalte mit mir. Ja, wisst ihr, YouTube, ich bin nun mal so auf die Welt gekommen. Manchmal frage ich mich selbst, warum habe ich nie abgenommen? Jetzt wiege ich noch 137 Kilo von 147. Das Abnehmprogramm läuft super und ich fühle mich langsam hässlich. Ich weiß auch nicht. Umso mehr ich abnehme, umso komischer fühle ich mich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die ganze Welt wird mich verspotten über dieses Video. Ohne Scheiß. Aber ist mir voll egal. Ich werde das gleich so ungeschnitten hochladen für euch. Aber wir waren ja beim Hummellied, ne? Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Ich bin die Hummel, 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 komm vom Ballermann. Komm, wir singen mein Lied und dann geht der Knall an, Mann. Wenn die Hummel, 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 komm vom Ballermann, komm, wir ziehen ne Runde über unseren Ballermann. In den Bierkönig geh ich rein, trinke 10 Bier nacheinander und danach bin ich breit und dann auch noch beieinander. Ich weiß nicht, wo ich hingehen will, doch ich bin ziemlich voll, komm, wir gehen durch die City beim Ballermann, oh Mann. Leute, ohne Scheiß. Gib mir mal ein paar Ratschläge. Was kann ich für ein Lied machen? Hummel, komm zum Ballermann. Wir ballern dann alle die Hummel an. Ich male mich schwarz-weiß-gelb an. Geh über den Ballermann mit einem Stachel. Mach ich. Das mache ich so für euch. Oder wenn ich jetzt im Urlaub bin. Ich male mich schwarz, gelb, weiß an und
mache für euch die Hummel in Gran Canaria. Ist auch geil. Die Hummel kommt aus dem ganzen Gran Canaria Strand. Mas Palomas heißt der Sand. Oh Mann, oh Mann. Da gehen wir dann allen an der Hose ran. Die Hummel sticht dann und da knabbert dran. Also Tanzverbot, das ist für dich hier meine Runde. Tanzverbot, komm, nimm die Challenge an. Challenge, nimm die Challenge an. Ess mit mir die Currywurst im Zeitraffermann. Wir können auch Excel noch mitnehmen hier. Excel 95. Excel 95, der mag die Currywurst auch so gern. Lacht mich alle aus, ist mir scheißegal. Ich mach's nur für euch, damit ihr heute noch was zu lachen habt. Auf YouTube zum Schlafen gehen. So, hier ist noch ein kleines Lied von nebenbei. Ich weiß nicht, kennt ihr die Zauberflöte oder wie heißt es noch? Das hat mir mein Gitarrenlehrer mal gezeigt vor Jahren. Achso, ja, ich kann schon ein bisschen länger spielen. Aber habe mich nie darum gekümmert, weiterzuspielen. Weiß auch nicht. Schade eigentlich, ich hätte bestimmt wieder ein guter Gitarrist werden können. So. Ein verdammt guter Gitarrist. Ich glaube, ein verdammt guter Gitarrist hätte ich werden können. Da gibt es ein Lied, das heißt die Zauberflöte. Aber ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Kann ich euch nicht sagen. Ach, wie auch immer. Bitte YouTube, mach mich reich. Bitte, bitte. Ich bin nur noch der kleine Sebi von nebenan und kein Scheich. Ich wär's zwar gerne so mit Öl umhüllt, doch leider bin ich's nicht. Darum brauch ich dich, YouTube, und du brauchst auch mich. Montana Black braucht mich, genauso wie allen anderen. Unge, macht's mal live mit allen anderen. Auf jeden Fall, wenn ihr das macht, ne? Geil. So, Schluss aus Ende, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte bitte, dass ihr unten in den Kommentaren mal irgendwie reinschreibt, was kann ich für ein Lied für euch machen. Wir üben das zusammen dann irgendwie 2 Wochen. Ich gehe ins Tonstudio und mache ein ultramäßig geiles Ballermann-YouTube-Sonderhitlied mit euch zusammen. Mit allen YouTubern am besten. Wir machen so ein Michael Jackson-YouTuber-Alles-Können-Lied, ja? Kennt ihr das hier? Wie heißt denn das hier? Wie heißt denn das Lied? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Schreibt das mal unten in den Kommentaren rein da. Ich weiß nicht, wie dieses Lied heißt. Da waren ja alle hier, George Michael, Michael Jackson, Sophia Hunt, Hitchcock und keine Ahnung, wer alles dabei war. Da waren einige Musiker dabei und die haben We All Love, World, We All The World, We All The World, World All The Reef. Ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. We All The World. Nee, das, wer war das denn? Das war dieser komische Typ da hier, weißt du, von Superstars. Was haben die denn gesungen? Was haben die denn gesungen? Ich komme einfach nicht drauf. Egal. Scheißegal. Schreibt das mal unten in den Kommentaren rein. Ganz wichtig. Ach so. Und denkt euch euren Teil. Ja, darum habe ich das heute gemacht. Nur für euch. Ich werde mit euch jetzt noch eine Flasche Mehl trinken. Weil heute ist ja mein Darftag. Dann werde ich nur noch den Button drücken, Video hochladen. Video hochladen, so. Und dann ist das Video von mir ungeschnitten bei euch. Ja? Und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt, weil ich bin ja dann live bei euch in YouTube. Und könnt ihr der ganzen Welt erzählen, was das für ein Trottel und ein Idiot ist. Aber ist mir egal. Ja? Denn ich mache mein Ding und ihr macht euer Ding. Aber das Geile ist, ihr schaut mir zu, weil ich euch bespaße. Und das ist gut. So, und darauf trinke ich jetzt ein mit euch, für mich, um euch, für mich, über euch. Lecker.
Also wer eine Flasche Met von mir haben will, kann gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich verschicke die auch. Kostet 8,50 Euro. Honig habe ich auch. 7,50 Euro das Glas. Beste, geilste Emder Nordsee Honig der Welt. Also, schreibt doch unten in den Kommentaren rein, wenn ihr was haben wollt. Ich mache das jetzt mal aus, weil ich denke, 20 Minuten. Das reicht. Ja. Komm ab. Komm ab. Wir wollen uns noch verabschieden. Oh, komm her, mein Baby. So. Wir sagen jetzt mal Tschüss. Wünschen euch noch allen einen schönen Abend. Bis morgen. Euer Sebi. Tschüss, ihr Lieben. So. Ich muss nur noch die Kameraknopf drücken. Also bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.